der Moderator, aber da er im Haus ist, wird er uns nicht abgehen, sondern zur gegebenen Zeit eintrudeln. Meine Damen und Herren, ich darf Sie sehr, sehr herzlich begrüßen zu unserem heutigen Themenabend. Und dieser Themenabend stützt sich auf das Buch. Ich darf das einmal herzeigen. Das ist falsch. Was? Das Falsche? Ja. Gut. Von außen keinen Unterschied bemerkt, aber macht er nicht. Schauen Sie sich das an, hätte der Herr Fachtasch gesagt, und nachher hören Sie sich das an. Und ich glaube, Infantilismus meint in dem Zusammenhang, ich kenne das Buch natürlich nicht, ist jetzt nur eine Vorweginterpretation, dass wir in einer Zeit leben, wo eigentlich den Menschen, der Moderator, aber da im Haus ist, wird er uns nicht abgehen, sondern zur gegebenen Zeit eintrudeln. Meine Damen und Herren, ich darf Sie sehr, sehr herzlich begrüßen zu unserem heutigen Themenabend. Und dieser Themenabend stützt sich auf das Buch. Ich darf das einmal herzeigen. Das ist falsch. Was? Das Falsche? Ja. Gut. Von außen keinen Unterschied bemerkt, aber macht er nicht. Schauen Sie sich das an, hätte der Herr Fachtasch gesagt. Und nachher hören Sie sich das an. Und ich glaube, Infantilismus meint in dem Zusammenhang, ich kenne das Buch natürlich nicht, ist jetzt nur eine Vorweginterpretation, dass wir in einer Zeit leben, wo eigentlich den Menschen, der eigentlich ein Mündiger sein sollte, alles vorgegeben werden soll. Das macht bei uns der Staat, das machen auch die politischen Parteien, die machen es vielleicht noch viel lieber. Und der Staat sind ja schlussendlich durch die Regierung ja wieder die politischen Parteien. Und gegenüber dem Staat hat eine ähnliche Rolle, und das gilt dann schon wieder auch für den Bürger, die EU übernommen. Und für die EU, könnte ich sagen, gibt es ja noch eine Instanz, und die sitzt in Washington, die sagt wieder der EU, wo es lang geht. Und wenn die EU gemeint ist, ist sicher auch die Frau Merkel gemeint. Und das haben wir so in diesen Zusammenhang zu bringen. Das Buch habe ich Ihnen schon gezeigt. Und mir ist eingefallen beim Herweg zu meiner Studienzeit, war gerade die 68er Generation in Mode. Und da hat es begonnen, den Menschen Vorschriften zu machen. Die 68er Generation hat sehr rasch die Sprach- und Sprechkompetenz übernommen und hat sie zum Großteil noch heute inne. Und über diese Sprach- und Sprechkompetenz haben sie natürlich auch Themen vorgegeben, was man sagen darf, was man nicht sagen darf und wie man es sagen darf. Und wenn Sie denken, heute also dieser furchtbare Genderismus, der mit unserer deutschen Grammatik eigentlich überhaupt nichts zu tun hat, ist auch eine Form der Bevormundung der Menschen, wie er über andere oder zu anderen und von anderen sprechen muss, dass er plötzlich nicht mehr das generische Geschlecht, das unsere Grammatik kennt, verwenden darf, sondern einen öden Ablauf von Geschlechternennungen sagen muss, damit das politisch korrekt ist. Es hat sich aber doch, glaube ich, gezeigt, seit einigen Jahren, und da meine ich nicht nur, dass politisch der Wind plötzlich mehr von rechts als von links weht, dass vor allem die Bürger, jetzt meine ich gar nicht die politischen Bewegungen, der Bürger irgendwann spürt, dass die Grenze dessen, was er da von Bevormundung ertragen soll, nicht mehr ertragen will, weil er es unerträglich findet. Und vor allem in der Sprache und auch, man sagen, in den Büchern, die heute auf den Markt kommen, hat sich diese Tendenz auch schon abgezeichnet. Wenn Sie denken an Sarrazin mit Deutschland schafft sich ab, das war so ein erster bedeutsamer Eingriff in die linke Vorherrschaft, was Themen und Sprache betrifft.
Da hat einer plötzlich ganz anders geredet und über ganz andere Inhalte und sie ganz anders interpretiert. Die SPD hat den Forst ausgeschlossen, damals, wenn Sie sich zurückerinnern. Und nicht weniger bedeutsam war in Frankreich Ulebeck mit seinem Buch Die Unterwerfung, wo er den Franzosen und natürlich auch uns gezeigt hat, was es bedeutet, wenn die Islamisierung so weitergeht, wie sie jetzt voranschreitet, dass wir wahrscheinlich in 20 Jahren, zumindest in den Städten schon, diese Unterwerfung leben und erleben müssen. Und dann, glaube ich, ist jetzt vielleicht auch ein interessantes Buch im Kopp Verlag herausgekommen von Bandolet, Beuteland, wo einer darstellt, der Autor, wie ein Land seit 1945 systematisch in Abhängigkeit gehalten wird und unglaubliche Summen schon geleistet hat und weiterhin zahlen muss und zahlen wird. Es wird aber zum Teil natürlich streng geheim gehalten. Ich möchte Sie in dem Zusammenhang nur erinnern, weil es so obskur war, dass erst im Herbst vor 2 Jahren Deutschland die letzten Reparationszahlungen aus dem Ersten Weltkrieg geleistet hat und parallel die vielen anderen Zahlungen leisten muss. Und wenn es heute heißt, die Frau Merkel sei die mächtigste Frau der Welt, so ist das eigentlich eine Scherzaussage. Sie ist genauso mächtig, wie der amerikanische Präsident es haben will. In keinem einzigen Fall gegen das verstoßen, was er von ihr verlangt hat. Und was er alles verlangt, das wissen wir gar nicht so genau. Und ich glaube, dieses Buch, das diese Empörung der Bürger aufgreift, gegen die ständige, umfassend gewordene Bevormundung, das stelle ich ruhig in die Reihe mit den 3 genannten Autoren. Aber jetzt ist schon unser Moderator am Wort und er wird auch die Autoren vorstellen. Danke, Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren. Wir haben heute, haben wir vorhin gerade festgestellt, ein unglaubliches Konkurrenzprogramm in mehreren anderen Destinationen. Nämlich der Professor Leit, der jetzt auch ein Vorstandsmitglied des Wiener Akademikerbundes ist, hält einen Vortrag und es gibt eine AfD-Veranstaltung im Ferdinandihof. Umso mehr ist es erfreulich, dass Sie sich eingefunden haben, um dieses wirklich aus meiner Sicht sehr, sehr wichtige Buch vorgestellt zu bekommen. Ich darf zunächst einmal die Herren vorstellen, die es heute dankenswerterweise übernommen haben, den Inhalt des Buches bzw. das Konzept und die Idee vorzustellen. Die beiden Herren sind Geschäftsführer des Frank und Frei Verlages, der Herr Christian Günther und der Herr Werner Reichel. Und der Herr Andreas Tögel und der Herr Werner Reichel haben Beiträge zu diesem Buch, das ein Sammelband von interessanten und hochrangigen Autoren ist, geleistet. Die Namen werden Ihnen sicherlich aus anderen Zusammenhängen geläufig sein. Alle sind publizistisch seit Jahren bekannt, regelmäßig an der vordersten Front sozusagen der, sagen wir mal, eliteninkompatiblen Literatur tätig und haben dankenswerterweise Publikationen, die zu Themen, die uns alle unter den Nägeln brennen, herausgebracht. Der Frank und Frei Verlag hat sich zum Ziel gemacht, das werden wir dann auch von Seiten des Herausgebers hören, Dinge zu publizieren, die sonst in der gleichgeschalteten Publikationswelt des beginnenden 21. Jahrhunderts möglicherweise nicht publiziert werden können. Viele von uns sitzen hier, die schon Erfahrungen mit Medien gemacht haben, Erfahrungen auch mit Medienhäusern gemacht haben. Wir wissen, heutzutage ist es sehr, sehr schwierig, dass diejenigen Ideen, die uns wichtig sind, diejenigen Anliegen, die uns antreiben, auch eine publizistische Ausdrucksform finden können. Daher ist dieser Verlag, glaube ich, ein außerordentlich verdienstvolles Unterfangen. Das Buch, ich muss es gestehen, hat mich persönlich sehr, sehr attrahiert. Ich glaube, dass es einer der ganz wichtigsten Bücher ist, die in diesem Jahr auf dem politischen Sektor publiziert worden sind, weil es ein Paradigma beschreibt, das in dieser Form noch nicht wirklich beleuchtet worden ist. Der Herr Präsident hat sozusagen in die Reihe einiger vorhin genannter Bücher bereits gestellt und ich glaube, dass es sich auch wirklich würdig einreiht in durchaus große Reflexionen, die einfach gegen den Zeitgeist Dinge zum Ausdruck bringen, die nicht gehört werden wollen. Die Idee ist, danach zu fragen, wie kommt es, dass in verschiedenen Segmenten der Gesellschaft Verhaltensweisen an den Tag gelegt werden, die mit einem rationalen Diskurs oder mit einer normalen Form des gegenseitigen Respekts und der gegenseitigen Umgangsweise mit einer Form Professionalität, von einer gewissen Professionalität im politischen Sektor und mit ähnlichen Grundselbstverständlichkeiten nicht mehr kompatibel sind.
Also die Verweigerung zum Beispiel in den wesentlichen Politikfeldern Folgenabschätzungen zu machen, die Verweigerung, sich Rechenschaft darüber abzulegen, wie die Faktizität von Argumenten eigentlich ausschaut, die Verweigerung der Empirie. All das muss ja ein durchgehendes ideologisches Unterfutter haben. Wie ist es möglich, über einen doch jetzt mittlerweile längeren Zeitraum Projekte durchzubringen, die ganz offenkundig gegen die Vernunft, gegen die Interessen der Mehrheitsbevölkerung und gegen die Erhaltung des Bestandes unserer eigenen Kulturfundamente und unseres eigenen Wohlstandes ausgerichtet sind. Das muss ja einen Grund haben, wie es in einer sogenannten Demokratie möglich ist, Großprojekte, und da geht es nicht einfach nur um die Frage der Anpassung, ich weiß es nicht, des Sozialversicherungsbeitrages in der so und so vielen ASVG-Novelle, sondern wirklich um Großprojekte, in einem Ausmaß voranzubringen, dass es insgesamt eine Totaltransformation der Gesellschaft zur Folge hat. Daher ist der Ansatz, die Überlegung anzustellen, wie kann es sein, dass insbesondere bei jungen Leuten, aber es beschränkt sich keineswegs nur auf junge Leute, ein Rückzug in eine selbstgeschaffene Idylle, die mit Realitätsverweigerung und systematischem Realitätszurückweisen verbunden ist, sich einbinden, die in einem ganz speziellen, in einer ganz speziellen Art des Hedonismus sich miteinander verbrüdern, die es verweigern, eine Diskussion zu führen, die reflexive Ursachen und reflexive Gründe hat. Mir gefällt sehr gut die Idee, das mit der Pippi Langstrumpf in Verbindung zu bringen, die ja wirklich zu einer Symbolfigur auch der anarchistischen Szene, insbesondere in Deutschland, geworden ist. Also die Idee, ich will nicht erwachsen sein, weil in Wahrheit der Strom kommt aus der Steckdosen und das Geld kommt aus der Druckerpresse oder aus irgendwelchen Buchungszeichen, der Computer der Zentralbanken oder auch des europäischen Geldschöpfungsmechanismus. Und damit ist eh alles völlig in Ordnung, weil wir werden versorgt, wir werden kuschelig eingebettet in die Leistungen, die der paternalistische Staat sozusagen seinen unmündigen Kindern zuteil werden lässt. Und ich glaube, dass das sehr, sehr symptomatisch ist für das, was passiert. Das Buch reiht sich aus meiner Sicht würdig in Reflexionen ein, wie sie zum Beispiel der Helmut Schelsky vor Jahrzehnten schon gemacht hat, der einen Teil dessen, was wir gegenwärtig verleihen müssen, zurückgenommen hat. Ich weise zum Beispiel darauf hin, dass das Buch von Helmut Schelsky, der ein großer Soziologe ist, den ich immer sehr verehrt hat, Die Arbeit tun die anderen. Weißt du, das Buch oder einige Bücher, aber jedenfalls in diesem Buch werden viele der Dinge, die uns heute quälen, vorweggenommen. Also die Idee zu glauben, dass es möglich ist, ja, einen Mechanismus der Selbstverständlichkeit für die eigene Versorgung in Anspruch zu nehmen. Die Idee aber auch, dass es eine Idee des Gutmenschlichen gibt, dass die einen Status der absoluten Moralität für sich in Anspruch nimmt und die anderen als zutiefst böse bezeichnet. Also das Gemahnt an das Verhalten eines störrischen Kindes, das einfach sagt, ich weiß einfach, was gut ist und was richtig ist, ich brauche es nicht reflektieren, aber ich bin gegen das, was mir nicht passt, mit allen Konsequenzen und mit allen Boshaftigkeiten, die möglicherweise vom Verhalten in dem Zusammenhang auch an den Tag gelegt werden. Ich glaube, dass wir daher sehr profitieren können, wenn wir dieses Paradigma auch applizieren. Ich glaube, dass es ein Buch ist, das auch so ein bisschen eine Handreichung ist für die politische Auseinandersetzung in den Politikfeldern, mit denen wir uns umtun. Und es ist wirklich in jeder Hinsicht lesenswert. All die Beiträge sind sehr, sehr gut. Ich will, bevor ich den Christian Güster bitte, den Verlag und auch das Buchprojekt vorzustellen und wir dann die beiden Referenten bitten, ihre jeweiligen Beiträge inhaltlich vorzustellen, überleiten mit einem Zitat von Georges Sorel, der von Helmut Schelsky zitiert worden ist und der sozusagen diese ganze bösartige Borniertheit einer infantil gewordenen Gesellschaft, die aber glaubt, dass sie unter allen Umständen das Richtige tut und unter allen Umständen einen universellen Menschheitsbegriff, einem individuellen moralischen Umgang im Sinne einer normalen Form der christlichen Lebensweise gegenübersteht. Ich glaube, das Zitat bringt es sehr gut zum Ausdruck und es ist, glaube ich, ein guter Übergang zu dem, was in dem Infantilismusbuch geboten wird. Georges Sorel sagt, aller Idealismus und Optimismus ist grausam. Je heißer die Liebe zur Menschheit ist, desto glänzender das Glück der Erde, das man erhofft und erstrebt, desto leidenschaftlicher ist der Hass gegen die Menschen, die dem allgemeinen Menschheitsglück im Wege stehen. Die charismatische, emotionale Tyrannei steigt aus der Gesellschaft empor, die dem Enthusiasmus preisgegeben ist. Infantilismus ist eine zentrale Sequenz dieses Enthusiasmus und dieser selbstgefälligen Überheblichkeit, die moralisch begründet zu sein scheint. In dem Sinn freue ich mich auf die Ausführungen des heutigen Abends. Ich darf den Christian Güster bitten, den Verlag vorzustellen, die Idee des Buches zu kontrollieren.
schon mal einen sehr schönen guten Abend. Freue mich, dass wir heute hier sein dürfen und quasi unseren Verlag und unsere ersten Produkte vorzustellen. Ich muss sagen, ich bin ein bisschen fast erschlagen davon, in welche Reihe wir gestellt mit den renommierten Autoren. Also das ist fast zu viel der Ehre, muss ich ganz ehrlich sagen. Also wir haben mit dem natürlich nicht gerechnet, dass wir so intensiv gelesen werden. Vielleicht zum Verlag Frank und Frei. Jetzt wird natürlich jeder fragen, Frank und Frei, woran lehnt sich das an, liegt auf der Hand. Dazu muss ich sagen, ich bin als Geschäftsführer von Frank und Frei gleichzeitig Finanzreferent in der Team Stronach Akademie. Das heißt, mit dem Team Stronach natürlich sehr verbunden. Und da ist sehr nahegelegen, der Werner Reichel war eigentlich der, der die Idee gebracht hat. Wenn wir jetzt einen Verlag machen, dann nennen wir den halt Frank und Frei. Die Frage war, warum überhaupt ein Verlag? Ich würde sagen, fast witzigerweise, der Frank Stronach ist ja mit sehr viel Wurf hineingegangen in diese ganze politische, in dieses politische Abenteuer und hat, muss man auch sagen, leider bitter erfahren müssen, dass Österreich anders funktioniert als die USA. Er hat sehen müssen, dass natürlich gewisse Dinge, die vielleicht bei Geschäftsleuten eine Selbstverständlichkeit sind, in unserem Kammerstaat nicht selbstverständlich sind, dass viele Dinge einfach nicht so funktionieren. Unsere Überlegung war dann, wie können wir, ich sage mal, Material aufbauen, Ideen niederschreiben, so in der Form, dass wir sagen, wir sind einerseits eine Wirtschaftspartei, aber andererseits natürlich auch eine, ich sage mal, eine politische Gruppe, die sich nicht dem Mainstream anschließt. Das war immer die Grundlage der Überlegung. Dann war die Sache, am besten wäre es, wir wenden uns an Möglichkeiten, wo wir publizieren können. Diese Möglichkeiten, haben wir auch bitter erfahren müssen, gibt es eigentlich nicht in Österreich. Wenn man mit solchen Ideen kommt, werden sie bei den Verlagen nicht durchkommen. Naheliegend war natürlich, wir machen einen eigenen Verlag. Dazu muss ich sagen, dass wir natürlich in der glücklichen Lage sind, finanziell so ausgestattet zu sein mit der politischen Akademie, dass wir uns einen Verlag, ich meine, zumindest in den Anfangsformen leisten können. Wir haben dann überlegt, was machen wir? Kurz gesagt, wir machen das, was in Österreich sonst niemand macht. Wir wollen geistige Positionen, Geisteshaltung, gesellschaftspolitische Haltungen, politische Haltungen, ich sage mal, einerseits verteidigen, andererseits konservieren und, der dritte Punkt wäre weiterentwickeln. Wir verstehen auch die Team Stronach Akademie und den Verlag Frank und Frei als Think Tank. Das heißt, als Möglichkeit, wo sich Leute, die sonst nie die Möglichkeit haben, ihre Gedanken einmal zu äußern, zu publizieren, bei uns die Möglichkeiten erhalten, zu publizieren. Der erste Schritt, den wir getan haben, war dann das Buch Genderismus. Da haben wir noch ein bisschen mit dem Titel herumexperimentiert. Da haben wir geglaubt, das ist witzig. Es wurde aber leider nicht angenommen. Also Genderismus mit dem Wortspiel muss, ist nicht ganz verstanden worden. Okay, wir lernen daraus. Nichtsdestotrotz ist der Inhalt perfekt, also wir haben wirklich gute Autoren dafür gefunden, also jeder kann sich davon dann überzeugen. Das Buch ist eigentlich recht gut gegangen, geht noch immer gut. Der nächste Schritt war, überlegen, was machen wir, ein Buch alleine macht es nicht. Machen wir doch eine Serie draus, machen wir aus diesem Genderismus eine Ismus-Serie. Der nächste Schritt war eben Infantilismus. Und Infantilismus, muss ich sagen, war eigentlich ein... Das klingt jetzt ein bisschen überheblich, aber ich darf es einmal so nennen, ein Geniestreich, weil das relativ schnell geboren wurde, finden wir Autoren, die zum Thema Infantilismus schreiben wollen, können. Und wunderbarerweise, muss ich sagen, war das wie eine Explosion. Ja, ja, es gibt genügend Autoren. Die Autoren sind dann auch wirklich sofort ans Werk gegangen und haben hier eine, es ist schon gesagt worden von den Vorrednern, eine wirklich schöne Sammlung an sehr unterschiedlichen Positionen, die die Problematik in Österreich, nicht nur in Österreich, sondern Europa, weltweit, des Infantilismus beleuchten. Weil das sind zum Beispiel Themen, wenn Sie heute versuchen, mit so einer Publikation in einen renommierten Verlag zu gehen, sagen die, ja, das ist schön und gut, aber leider können wir nicht machen, weil Sie wissen, wir kriegen von dort eine Förderung, wir haben da irgendwelche, die das nicht wirklich gutieren. Und wenn Sie zwei Namen hineinschreiben, die dem politischen Establishment angehören, die hier nicht gut behandelt werden, dann werden Sie nicht publizieren können. Deswegen sagen wir, wir wollen als Verlag Frank und Frei Positionen eben konservieren, Positionen verteidigen, Positionen weiterentwickeln. Das Infantilismusbuch ist jetzt quasi unser zweiter Streich. Wir haben jetzt quasi zwei Streiche noch in der Pipeline. Der nächste wird sein zum Thema Islamismus und der dritte Streich wird sein zum Thema Populismus. Und ich bin mir sicher, dass bei der Anzahl von Autoren, die wir haben und bei der Qualität der Autoren, die wir haben, dass die in derselben Qualität kommen wie
das Buch Infantilismus. Ich will nicht lange herumreden. Unsere beiden Autoren, Andreas Döger und Werner Reichl, werden über ihre Aufsätze ein bisschen was sagen. Vielleicht können wir dann nachher irgendwie ein bisschen noch Frage-Antwort machen. Herr Döger, wenn Sie beginnen. Gerne. Danke. Ich würde mich nicht auf meinen eigenen Beitrag beschränken wollen, weil ja jeder dieser Autoren, die da teilgenommen haben, einen anderen Aspekt beleuchtet hat, sondern auch kurze Auszüge, wenn das okay ist, aus einigen Beiträgen anderer Autoren bringen. Zum Beispiel von der möglicherweise bekanntesten, die da mitgeschrieben hat, die Frau Birgit Kelle, die vielleicht dem einen oder anderen schon im Begriff ist im Zusammenhang mit der Gender-Problematik. Die Frau Kelle hat sich in ihrem Aufsatz konzentriert auf den Gegensatz zwischen Individuum und Kollektiv. Ich darf nur einen kurzen Auszug vorlesen. Das Wir entscheidet. Mit diesem Wahlkampfslogan startete die SPD im Jahr 2013 in den deutschen Bundestagswahlkampf. Und ja, es hörte sich spontan sympathisch an. Wollen wir nicht alle immer zusammenstehen, Solidarität zeigen und gemeinsam in den sozialistischen Sonnenuntergang marschieren? Neuerdings schaffen wir das alles auch in Deutschland. Keiner weiß genau, was das sein wird, was wir da schaffen und was es uns abverlangt oder gar kosten wird oder wer wir überhaupt sind. Aber hört es sich nicht großartig an, dieses Wir? Ein Wir schafft Identifikation und Zugehörigkeit, zumindest theoretisch. Und wenn man schlau genug ist, mit der richtigen Gesinnung zum richtigen Wir zu gehören, denn wenn das Wir entscheidet, dann ist für das Ich kein Platz mehr. Das Wir weiß dann alles besser und definiert das Gute und das Richtige. Also sie konzentriert sich, wie schon dieser kurze Ausschnitt zeigt, auf die kollektivistische Grundtendenz, die heutzutage in allen westeuropäischen Gesellschaften, kann man sagen, herrscht. Ein anderer Autor ist der Herr Dr. Zeira, der war, war lange Zeit Auslandskorrespondent der Neuen Zürcher. Und der hat sich in seinem Beitrag auf die Aufklärung konzentriert, beziehungsweise auf die Postaufklärungsphase, in der wir heute leben. Er schreibt: Auch auf nationaler Ebene verlieren ehemalige Volksparteien, wie vor allem die sozialdemokratische, ihre Legitimation durch die Bindung von mindestens einem Drittel oder wenigstens einem Viertel der Wählerstimmen einen bedeutenden Teil der Stimmbürger zu repräsentieren. Stattdessen entstehen neue Parteien wie die AfD in Deutschland, die von den ehemals die politische Landschaft dominierenden Altparteien ignoriert, dann diskriminiert, antidemokratisch, populistisch, rassistisch, rechtsradikal, faschistoid und schließlich wahrgenommen, aber ausgegrenzt werden. Diese Ausgrenzung findet nicht nur in politischen Auseinandersetzungen mit neuen Parteien statt, sondern beherrscht immer mehr den gesamten öffentlichen Diskurs. Damit kommen wir zum Kern des Problems, dessen erschreckende Auswirkungen kaum zu überblicken sind. In der öffentlichen Auseinandersetzung werden Sprech- und Denkverbote errichtet. Ein neues Just-Milieu will in großinquisitorischer Manier nicht länger zwischen richtig oder falsch, sondern zwischen gut und böse unterscheiden. Wer zu böse gehört, ist ein Hetzer, ein Rechtspopulist, ein Rassist, inhuman und schlecht. Selbst wenn er eine Statistik zitiert, die zwar richtig sein mag, mit der man aber angeblich nur üble und braune Ressentiments befördert. Daher darf er nicht mitdiskutieren, sondern sollte genau wie die für ihn empfänglichen Dumpfbacken in der Gesellschaft die Schnauze halten. Das ist genau das, was schon in der Vorrede auf Thilo Sarrazin gemünzt wurde. Der Mann hat drei Bücher, soweit ich jetzt überblicken kann, bisher geschrieben. Die sind in der Sache unangreifbar, weil die Faktenlage einfach das alles hergibt, was er schreibt. Aber trotzdem bekundet die deutsche Kanzlerin ohne das Buch, also Deutschland schafft sich ab, hat sie damals gemeint, je gelesen zu haben, das ist nicht hilfreich. Und aus dem Grund dürfen wir mit solchen Schmuddelkindern sich überhaupt nicht mehr beschäftigen. Ein weiterer Aspekt, ein sehr interessanter Aspekt, der mit der österreichischen Schule viel zu tun hat, wird von Henning Lindhoff, das ist einer meiner Kollegen von Ich schreibe sehr viel eigentümlich frei, auch Henning Lindhoff, und er schreibt in seinem Aufsatz namens Ein Rumpelstilzchen namens Staat, der Krieg gegen die Zukunft und die Rettung der Liebe, über das Phänomen der Zeitpräferenz. Ich weiß nicht, ob sich viele oder einige von Ihnen damit beschäftigt haben, es geht darum, dass die Grundannahme die ist, dass der heutige Besitz oder der heutige Konsum von jedem Menschen grundsätzlich höher eingeschätzt wird als der zukünftige. Das heißt, ich müsste, wenn ich erst in der Zukunft irgendwas konsumieren kann, den Wert auf den heutigen Tag abdiskontieren. Das klingt sehr kompliziert, aber es wird sich gleich erhellen, was er damit meint.
40 Jahre ist es her, dass der Psychologieprofessor Walter Mischel ein wegweisendes Experiment an der Stanford University durchführte. Vierjährige Kinder stellte er vor die Entscheidung, entweder einen einzigen Marshmallow sofort zu essen oder aber 15 Minuten zu warten und dann zwei Marshmallows zu erhalten. Ergebnis: 70% der jungen Testkandidaten aßen die Nascherei sofort und nur 30% konnten sich dazu entschließen zu warten und den Lohn anzustreifen. Die Ungeduld junger Menschen ist allerdings kein alleiniges US-Phänomen. Das Marshmallow-Experiment wurde in den Folgejahren in Brasilien und Japan wiederholt, mit ganz ähnlichen Ergebnissen. Stets waren es ca. 2/3 der Kinder, die eine hohe Zeitpräferenz, also wenn ich es gleich haben will, dann habe ich eine hohe Zeitpräferenz, wenn ich verzichten kann, auf die niedrige, eine hohe Zeitpräferenz an den Tag legten, die sofortige schnelle Freude der späteren, längeren Freude vorzog. Damit hat diese Geschichte aber noch nicht ihr Ende gefunden und jetzt kommt die Point. Der Clou: 15 Jahre nach dem ersten Marshmallow-Experiment an der Stanford University wurden die SAT-Ergebnisse der damaligen Testkandidaten verglichen. Der SAT, früher bekannt als Scholastic Assessment Test, ist ein US-amerikanischer Standardtest zur Überprüfung der Studierfähigkeit von Highschool-Absolventen. Und bei diesem Test erreichten die Marshmallow-Testkandidaten mit niedriger Zeitpräferenz ein wesentlich besseres Ergebnis von durchschnittlich 250 Punkten mehr als die Marshmallow-Testkandidaten mit der hohen Zeitpräferenz. Also das Ergebnis aus dieser Studie ist, wer warten kann, hat längerfristig mehr Erfolg. Hochinteressant, und das hat natürlich auch mit dem Phänomen des Infantilismus zu tun, weil eben Kinder, wie die Studie zeigt, schlecht warten können. Nicht? Und wenn Erwachsene halt nach dem Slogan Anna den Kredit haben, gleich mal auf die Bank rennen, sich kräftig verschulden, aber dafür den Kübel kaufen, den sie zwei Wochen später schon schrotten und dann noch einmal nur die Schulden haben, dann ist das ganz, ganz typisch für dieses Phänomen. Noch ein kurzer Ausflug zu einem anderen Autor, und zwar der Herr Lai, Professor Lai, den Sie ja sicher kennen von seinen Studien über Totalitarismus und neuerdings auch über die Islamisierung. Der beschäftigt sich in seinem Beitrag hier mit den 68ern. Die emotionale Verarmung des modernen Massenmenschen erzeugt einerseits das Gefühl der Ohnmacht und als dialektisches Pendant andererseits das Bedürfnis nach Allmacht. Ihre Illusionen und Machtfantasien konnten die narzisstisch gekränkten Menschen jedoch in den Massenbewegungen des späten 19. und des frühen 20. Jahrhunderts ausleben. Das 20. Jahrhundert kann auch als das Zeitalter der Gesinnungsethik bezeichnet werden, in dem die Ideologien immer mehr an die Stelle der traditionellen Religionen treten. Der Verlust der religiösen Bindungen führt nicht zwingend zu rational handelnden Individuen, die mittels der eigenen Urteilskraft verantwortungsethisch handeln. Die fromme Hoffnung der Aufklärer auf Rationalität und wissenschaftlichen Diskurs anstelle eines religiösen Obskurantismus erwies sich indes als trügerisch. Das durch den neuzeitlichen Gottesmord entstandene Vakuum füllten zumindest im kontinentalen Europa nun höchst säkuläre Götter aus. Also einige dieser säkulären Götter wären beispielsweise der Genderismus, ein anderer ist der Klimawahnsinn, nicht? Also dass man da jetzt alle Ideen und alle Kraft konzentriert darauf, den CO2-Ausstoß zu verringern und den Politikern, die nicht einmal eine Verwaltungsreform zustande bringen, eine kleine Mitkriege zutraut, dass die Erderwärmung für die nächsten 50 Jahre auf 2 Grad beschränken wollen. Also das ist sowas von absurd, dass man sich wirklich fragen muss, wie intelligente und vernünftige Menschen auf solche blöde Ideen kommen können. Mein eigener Beitrag steht unter der Überschrift: Der Wohlfahrtsstaat leistet ganze Arbeit. Also Wohlfahrtsstaat, die Geschichte brauche ich Ihnen nicht lange zu erklären. Bismarck war einer der ersten, die mit sozialpolitischen Ideen auf die Wahlstatt gesprengt ist, damals mit dem Gedanken, dem Aufkommen der Sozialisten den Wind aus den Segeln zu nehmen. Übergeblieben ist davon nicht viel. Die Sozialisten haben trotzdem gewonnen, die Liberalen sind zerstört worden und der Nanny State hat sich mittlerweile praktisch zur allumfassenden Macht ausgeweitet. Was ich besonders in meinem Beitrag hervorhebe, ist die Konsequenz, die dieser Nanny State mit sich bringt, nämlich den Gegensatz, den er aufbaut zu der Tätigkeit von verantwortungsbewussten Eltern, die ein Kind erziehen.
Ich schreibe kurzum, gute Eltern zeichnen sich dadurch aus, dass sie ihren Kindern das zur Bewältigung ihres Lebens notwendige Rüstzeug mitgeben, damit diese später auf eigenen Beinen stehen und ihr Leben aus eigener Kraft und mit voller Verantwortung für ihre Handlungen bewältigen können. Gute Eltern werden nicht versuchen, stets in die Geschicke ihrer Kinder lenkend einzugreifen, sie bis ins Erwachsenenalter unter Kuratel zu stellen und andauernd vor sich selbst und den Folgen ihrer Handlungen zu beschützen. Sie werden alle Sinn und Trachten darauf richten, ihren Nachwuchs zu verantwortungsbewussten, selbstständigen Persönlichkeiten heranzuziehen, die sich bei der Bewältigung ihres Lebens stets ihres Verstandes bedienen und sich nicht auf die Hilfe anderer verlassen. Und in striktem Gegensatz dazu steht der Nanny State oder der umfassend versorgende Wohlfahrtsstaat, der ja den Teufel tut und die Menschen sich selbst oder ihr eigenes Leben für sich selbst entscheiden zu lassen, sondern der sie von der Wiege bis zur Bahre komplett absichert, ihnen trügerische Sicherheiten verspricht, die Kinder verstaatlicht, möglichst also schon von der Krippe weg, mit irgendwelchen kollektivistischen Ideen die Hirne vernebelt. Und am Ende erntet man dann damit eine total atomisierte Gesellschaft, wo jeder sich auf den Staat verlässt, weil er selbst ja nie gelernt hat, eigene Verantwortung aufzubauen und zu übernehmen. Unternehmerisches Denken ist also des Teufels. Jeder Hochschulabsolvent, der Großteil der Hochschulabsolventen, die heute vor einem Studienabschluss stehen, möchte Beamte werden. Das hat der Lothar Hübel da mal in den schönen Satz gebracht. Dass er gesagt hat, wer in Österreich studiert, das will Beamter werden. Also wer möchte schon tatsächlich das Risiko auf sich nehmen, auf eigenen Beinen zu stehen und ein Unternehmen mit eigenem Risiko, eigenem Kapital und eigenen Ideen zu führen? Also kurzum, dieser Nanny State führt letztlich zu einer kollektiven Infantilisierung auch erwachsener Menschen, indem er sich eben dazu aufschwingt, Erzieher zu spielen, nicht zu regieren oder zu verwalten, sondern zu erziehen. Das war das Beitrag. Ja, ich darf jetzt auf meinen Beitrag eingehen. Ich habe mich auseinandergesetzt mit einer literarischen Figur, genau gesagt mit einem Kinderbuchklassiker, mit der Pippi Langstrumpf. Vielleicht ganz kurz zum Buch Pippi Langstrumpf. Das ist kurz, oder eigentlich direkt nach dem Zweiten Weltkrieg, das erste Mal erschienen in Schweden. Und ist, wie Sie alle wissen, innerhalb von, also bis zum heutigen Tag eigentlich eines der wichtigsten Kinderbücher. Ist über 66 Millionen Mal verkauft worden, das Buch. Es gibt unzählige Filme, TV-Serien und Bühnenadaptionen davon. Und meiner Meinung nach ist Pippi Langstrumpf nicht nur ein Kinderbuch, sondern vielmehr eigentlich ist ein ganz, ganz wichtiges politisches Buch, das Europa und die europäischen Gesellschaften durchaus geprägt hat. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen überzogen, aber zum Beispiel ein Zitat, das in diesem Buch nicht drin ist, aus Gründen, die ich jetzt nicht nennen kann, Barbara Brammer, die Verstorbene, hat mal gesagt, der Grund, warum sie in die Politik gegangen ist, war Pippi Langstrumpf. Oder ein anderes Beispiel, die Ministerin Oberhauser hat vor gar nicht so allzu langer Zeit ein Inserat geschalten und ein Facebook-Posting mit dem Titel, das ist leider zu klein, wir brauchen mehr Pippi Langstrumpfs und weniger Barbies. Also Pippi Langstrumpf ist auch eine sehr politische Figur und interessant ist natürlich auch, wo Pippi Langstrumpf, die Bücher Pippi Langstrumpf am erfolgreichsten und am beliebtesten sind, nämlich in Schweden, Deutschland und Österreich. Und da fragt man natürlich schon mal ins Denken, warum gerade ausgerechnet in diesen Ländern, Schweden ist natürlich logisch, weil dort die Astrid Lindgren, die Autorin, herkommt, aber warum gerade auch in Deutschland und Österreich? Das möchte ich natürlich dann noch etwas eingehen. Also Pippi Langstrumpf ist wirklich ein politisches Vorbild für viele Leute und Pippi Langstrumpf, wie es auch der Herr Zeit schon angekündigt hat, ist vor allem in der linksextremen autonomen Szene, aber auch bei Feministen, bei autonomen Pädagogen oder Antipädagogen, da gibt es alle möglichen Strömungen, wirklich eine Symbolfigur, die wird auch als Logo verwendet, findet sich als Cover von feministischen Zeitschriften, also die taucht bis zum heutigen Tag permanent Pippi Langstrumpf auf. Warum ist die für ein gewisses Milieu, für eine gewisse politische Richtung so attraktiv und hat so einen großen Einfluss? Dazu ist es, glaube ich, einmal ganz gut, wenn man sich anschaut, das Leben der Pippi Langstrumpf. Wie lebt Pippi Langstrumpf? Pippi Langstrumpf lebt in einer schwedischen Kleinstadt, in einer nicht näher benannten. Sie lebt in der sogenannten Villa Kunterbund. Und dann fragt man sich, wovon lebt Pippi Langstrumpf eigentlich? Weil sie arbeitet nicht, sie tut nichts. Ich meine, sie ist natürlich ein Kind, aber trotzdem lebt sie alleine. Also die Mutter ist tot und der Vater ist Pirat, also schlicht und einfach ein Krimineller.
was machen Piraten? Sie rauben das Geld anderer Leute. Und das hat auch der Vater von Pippi Langstrumpf gemacht, der im Übrigen auch Negerkönig ist, aber das darf er mittlerweile nicht mehr sagen. Das ist mittlerweile politisch nicht mehr korrekt. Der Negerkönig und Pirat, Piratenvater hat Pippi Langstrumpf einen riesigen Koffer mit Gold in der Villa hinterlassen. Und genau davon lebt Pippi Langstrumpf und davon kann sie sich selbst verwirklichen. Und das ist natürlich ein Lebensstil, sich selbst verwirklichen und vom Geld anderer Leute, das man anderen Leuten geraubt hat, ist natürlich sehr attraktiv für eine gewisse Schicht, eine politische Geschichte, die in Europa vorherrschend ist. Das ist natürlich nicht so ein Gedankengang, den sich diese Leute bewusst machen, aber natürlich ist es schon so, dass das genau dieser Lebensstil, den Pippi Langstrumpf hat, natürlich eben für, vor allem für Feministinnen, für linke Politiker, für Grünpolitiker, für Neosozialisten aller Schattierungen halt ein vorbildhaftes Ding ist. Und das geht natürlich noch viel weiter, wenn man sich anschaut, halt die Beziehung für Pippi Langstrumpf zum Beispiel zu Autoritäten, zu Hierarchien, also die Dorfpolizisten werden permanent verarscht, die Lehrerin wird verarscht, also es ist sein ist natürlich pseudo-anarchistisches Leben, das Pippi Langstrumpf führt. Und, ja, und das ist halt natürlich äußerst attraktiv und zwar vor allem halt für Menschen, die in einem ganz bestimmten Umfeld aufgewachsen sind, zum Beispiel in Schweden, zum Beispiel in Deutschland, zum Beispiel in Österreich. Also in einem System, wo A, Frieden herrscht, wo Wohlstand herrscht, wo man gut behütet ist, wo man eben sich nicht keine Existenzsorgen macht, eben wie ein kleines Kind leben kann, weil sich der Nennenstaat, der Herr Dölius schon angedacht hat, um alles kümmert. Das heißt, es ist ein gegenseitiges Abhängigkeitsverhältnis, diese Leute, diese Pippi Langstrumpf-Lebensstil, diese Philosophie verfolgen, brauchen sozusagen irgendwie jemand, der sich um sie kümmert, der sorgt, dass Essen da ist, dass Sicherheit da ist. Und das war in Europa natürlich lange Zeit der Fall. Also wenn man sich anschaut, auch dass dieses infantile Verhalten ist ja der Gesellschaft, ist ja primär nur, also vor allem in Europa vertreten. Und zum Teil in Westeuropa. Ja, stimmt. Also die Oststaaten müssen ja, ausnehmen, stimmt. Und lange Leben, ja. Das ist ganz anders da. Ja. Stimmt, und zum Teil natürlich auch in den USA, aber zum Beispiel jetzt in Indien, China oder sonst in welchen anderen Kulturen gibt es ja dieses infantile, pipihafte Verhalten gibt es ja nicht, weil da einfach die Rahmenbedingungen, die in Europa geherrscht haben, das mittlerweile muss man schon langsam dann in der Vergangenheit sprechen, haben genau dazu geführt, also zu diesem pubertären Verhältnis, dass ja lustigerweise, dass genau diese Leute, die dieses Pipi-Langstrumpf-Leben führen, ja gleichzeitig auch immer diejenigen, die sie versorgen und beschützen, verachten. Das ist ein zutiefst pubertäres kindliches Verhalten. Ja. Also das heißt, diesen Lebensstil, der erfordert einen starken Sozialstaat. Also das ist sowohl der Sozialstaat braucht diese unmündigen Untertanen auf der einen Seite und die unmündigen Untertanen brauchen den Staat, der ihnen sagt, was sie zu tun und zu lassen haben. Lustigerweise wird das Ganze als liberal und anarchistisch verkauft, obwohl es nämlich das genaue Gegenteil ist. Und das kann man nämlich auch an Zahlen festmachen. Also laut einer Studie der Industriellen Vereinigung gibt es in Österreich nur noch 1,9 Millionen Netto-Transferzahler. Das heißt, von einem Land mit über 8 Millionen Einwohnern gibt es nur mehr, nicht einmal 2 Millionen Menschen, die mehr ins System einzahlen, als sie zurückbekommen. Das heißt, der Großteil der Österreicher lebt vom Staat, also mehr oder weniger vom Staat zu 100% oder nur bekommt halt zumindest etwas mehr, als er einzahlt. Und genau das ist eben diese Abhängigkeit, und die man ja auch diese kindliche Abhängigkeit kommt hier wirklich sehr schön zum Ausdruck. Und das Spannende ist natürlich, dass sowohl nicht nur die Politik, also nicht nur die Gesellschaft, sondern auch die Politik so eine Pipi-hafte ist. Also das heißt, und einer der Kernsätze von Pippi Langstrumpf, den Sie sicher alle kennen, ist, ich mache mir die Welt, wie sie mir gefällt. Und genau das passiert ja. Dieses Milieu, dieses linke Milieu macht sich die Welt, wie es ihr gefällt. Und lustigerweise, was ja vollkommen absurd ist, seit kurzem gibt es ja ein neues Lieblingswort aller Linken, nämlich fast postfaktisch.
Das ist lustigerweise, werfen die Linken jetzt ihren Gegnern vor, nicht mit Fakten, Daten und sonst zu argumentieren, sondern mit irrationalen Ängsten und Gefühlen, was irgendwie vollkommen absurd ist, wie ein kindliches Verhalten, das genau das eigene Verhalten auf die anderen projiziert wird und dann mit dem Finger drauf gezeigt wird. Ihr seid die keine Fakten haben. Also zum Beispiel, wenn man sich jetzt anschaut, wer jemand, der vor der Islamisierung warnt oder Angst hat, ist jetzt quasi der gehört in dieses postfaktische Milieu, weil laut dem Linken sind das irrationale Ängste, die unbegründet sind. Also das ist vollkommen absurd. Das, was dagegen wird auf diese Fakten der Islamisierung, das ist ja Faktum, wo Muslime sagen, jetzt ist eine Islamisierung einfach so, wo Christen sagen, das ist eine Christianisierung einfach. Ja. Wird entgegengesetzt, dass man das kritisiert, dass es irgendwie islamophob ist oder so. Und das ist ja postfaktisch. Weil es wird ja kein Fakt entgegengesetzt, sondern es wird ja nur diffamiert und deserviert und es wird gesagt, derjenige, der kritisiert, der ist islamophob. Das ist ja postfaktisch für die Linken eigentlich. Ja, die Diskussion, wo man sich dann beteiligen kann. Bitte. Das Problem ist halt nur, dass genau dieses Milieu oder diese Umwelt, in der das entstehen konnte, also das Europa nach dem Zweiten Weltkrieg, wo halt natürlich in weitgehend ethnisch homogenen Gesellschaften durch das Spannungsfeld des Kalten Krieges beschützt von den USA und ein permanentes Wirtschaftswachstum oder gute Wirtschaft, konnte dieses kindliche Verhalten irgendwie gedeihen, damit ist es vorbei. Also wenn man sich das jetzt wieder auf die Bibelandschaft zurückkommt, in der Villa Kunterbunt geht schon langsam der Goldkoffer aus. Und es sind so viele und sehr viele Gäste, vor allem deshalb, weil sehr viele Gäste in die Villa Kunterbunt gekommen sind, die alle von diesem Goldschatz leben. Und immer weniger als und in der schwedischen Kleinstadt, wo die Pippi Langstrumpf lebt, gibt es mittlerweile fast ausschließlich nur mehr Pippi Langstrumpfs, was natürlich, wie man sich vorstellen kann, relativ schlecht funktioniert. Und wer die Bücher kennt oder die Filme, da gibt es sozusagen die spießigen Kinder, Tommy und Annika, die quasi immer bewundernd das Leben der Pippi verfolgen. Plötzlich bekommen Tommy und Annika ein bisschen Angst und sehen, dass die etwas nervige Pippi, dass das alles sich nicht mehr ausgeht und wenden sich immer weiter von Pippi ab. Nur diese Pippi-Politiker wollen das natürlich nicht akzeptieren. Und das jetzt übertragen auf den USA, zum Beispiel jetzt auf die USA oder auf Großbritannien ist es genau so, dass diese Abwendung, dass die Leute plötzlich sehen, dass sie betrogen worden sind und dass dieser Lebensstil, dieser Abhängige zum Scheitern verurteilt ist. Das sieht man anhand, also dass das Establishment, die Pippis sollen jetzt abgewählt werden, allerdings will die Pippi sozusagen oder das Establishment, die Clinton und die Merkel und wie sie alle heißen, sich nicht mehr abwählen lassen. Sie wollen ihren Lebensstil auf Kosten von Tommy und Annika weiterführen. Das wird jetzt wahrscheinlich, nehme ich mal an, zu Konflikten führen. Ja, ich glaube, mehr oder weniger war es das. Also es geht eben darum, dass man wirklich wie sowohl das politische Establishment als auch die davon profitieren, wie wirklich wie Kinder nicht mehr zugänglich sind für rationale Argumente. Und dass man so eben wie Kinder sich das alles auch, wie der Herr Döbel schon gesagt hat, von Fakten, Daten auf die Moral sich verlagert hat. Weil zum Beispiel, wenn man sich anschaut, die Einwanderungspolitik, früher hat man gesagt, wir brauchen die Einwanderer für die Wirtschaft, dann später für die Rentenzahlungen. Mittlerweile sind sie ganz einfach eine Bereicherung. Kein Mensch weiß das eigentlich, was das eigentlich bedeuten soll. Das ist nichts Messbares, das ist etwas sehr Kindisches. Oder vor zwei Wochen war die deutschen Grünen ihren Parteitag abgehalten und von der Heinrich-Böll-Stiftung, der Chef, hat gesagt, was moralisch richtig ist, wissen wir sowieso, wir müssen jetzt quasi die das nicht wissen, jetzt entgegenkommen. Also das ist, das bringt das sehr gut auf den Punkt und diese Leute haben jetzt eigentlich bis jetzt noch nicht kapiert, dass das halt ein bisschen wenig ist, es wird nicht ausreichen, mit den Leuten so paternalistisch zu sprechen, sondern, also ich denke schon, dass das Pippi Langstrumpf-Zeitalter oder dieses Zeitalter geht jetzt gerade zu Ende. Wir sind jetzt gerade in so einem Zeitenwechsel. Danke vielmals. Ja, ich bedanke mich ganz besonders herzlich beim Herausgeber und bei den beiden Autoren, die uns das nahegebracht haben und die Beiträge vorgestellt haben. Es ist wirklich sehr, sehr viel an Material im Buch drinnen, das ist rechtfertigt, dass man es zur Hand nimmt und auch in aller Ruhe
an einer verlängerten Nacht oder möglicherweise einem Wochenende durchschaut. Aspekte, die auch über das hinausgehen, die jetzt in aller Kürze dargestellt worden sind. Es gibt eine interessante Darstellung zum Beispiel des Phänomens der Gewalt als Ausfluss dieser infantilen Haltung, des Phänomens eben, wie Herr Tögl auch schon angesprochen hat, der Verweigerung zum Beispiel ökonomische Gesetze anzuerkennen, sich zu entziehen den Notwendigkeiten, die, mit denen ein Erwachsener ganz selbstverständlich konfrontiert ist. Also das hat viele, viele Konsequenzen, die eine, in eine böse Richtung gehende Veränderung der Gesellschaft mit sich bringen. Ich darf aber, bevor wir eine Diskussion eröffnen, der Freude darüber Ausdruck verleihen, dass wir uns in der Zwischenzeit vermehrt haben. In mehrfacher Hinsicht sozusagen sind da noch einige dazugekommen und freue mich, dass der Herr Abgeordnete Dr. Markus Franz in der Zwischenzeit unter uns gekommen ist. Darf ich herzlich. Ich sage das nicht deswegen, weil ich in den anderen wichtigen Leuten, die inzwischen gekommen sind, gegenüber bevorzuge, sondern weil ich auch meiner Freude Ausdruck verleihen darf. Du bist in deiner Abwesenheit, du warst der Emotionalrat, sozusagen mit einer weiteren wichtigen Funktion versehen worden. Und ich darf dir dazu herzlich gratulieren, dass du jetzt der stellvertretende Präsident des Wiener Akademikerbundes bist, zu dem du in der Vorstandssitzung. Herzliche Gratulation. So, ich bin sicher, dass es Wortmeldungen gibt. Die erste habe ich schon. Bitte schön. Ich wollte nur einen Kommentar zu Bibi Landstrumpf sagen. Ich glaube, das ist wahrscheinlich der beste Beweis, dass es so eine Infantilisierung gibt, weil der Bibi Landstrumpf-Roman, und ich kenne es eigentlich nur von den Serien, ja bewusst ironisch überzogen dargestellt worden ist. Das heißt, man wollte ja dem Kind irgendwie vorhalten, seine infantile Haltung. Also das, natürlich ist es für ein Kind, erwischt man das Kind natürlich in seinem Stadium, wo es gerade ist, dass es eben von den Eltern lebt. Aber ich glaube schon, dass es tatsächlich überzogen und jeder hat, also ich bin ein 74er Bäuer und ich weiß, also ist damals gerade aufgekommen und ich weiß, wir haben alle über die Bibi Langstrumpf praktisch in ironischer Weise nachher darüber geredet, wie wir alt genug waren. Aber die heutige Jugend, glaube ich, erkennt das nicht einmal oder verdrängt es, dass diese Darstellung ja ironisch eigentlich gemeint ist und nimmt das für, wie wenn ich einen Witz erzähle und alle nehmen diesen Witz für bare Münze. Und ich glaube, ja, also ich persönlich kann nur meine Einstellung zu Bibi Landstrumpf sagen, mir hat es immer sehr gut gefallen, aber ich habe selbstverständlich aus ihren sozusagen Problemen für mein Erwachsenwerden natürlich gelernt und habe gesagt, das geht sich natürlich alles nicht aus. Ne? Nein, es geht auch gar nicht darum, um das Kinderbuch, dass natürlich, dass man Kindern, dass man Mädchen sagt, ihr seid toll und stark und so, das ist ja grundsätzlich mal okay. Es geht mir viel mehr darum, dass dieses Buch ja weit darüber hinaus rezipiert wird und uns ausgestrahlt hat, dass eben wirklich vor allem zum Beispiel die SPÖ-Frauen da offensichtlich sich pausenlos darauf beziehen, eben die Frau Oberhaus sagt, wir brauchen mehr Pipis und weniger Barbies, dann ist ja das eine ganz konkrete politische Aussage, eine ziemlich seltsame noch dazu. Und die hatte nichts mit dem Kinderbuch an sich mehr zu tun. Die Wirkung, die das Buch hat, und ich denke mal zum Beispiel, wenn man also die Linken, auch, ich will ja niemand was unterstellen, aber die meisten von diesen Linken, die sich auf die Bibi beziehen, ob das jetzt irgendwelche Anarchisten sind oder die Frauenministerin oder was ich immer, die haben wahrscheinlich keinen Marx gelesen und sonst was. Und also das ist, die Bibi-Bücher bringen irgendwie so die Lehren oder den Inhalt des Sozialismus, des Neosozialismus ganz einfach und in bildhaft den Leuten näher. Deshalb ist das offensichtlich so beliebt. Weil irgendwie Engels oder Marx zu lesen ist halt doch etwas mühsam. Ja, also ich glaube auch, dass wir jetzt in einem Zeitenwechsel leben. Ich kann alles von dem, was Sie geschrieben oder jetzt gesagt haben, unterschreiben, denn ich bin eigentlich einer, der aus dieser linken Bewegung kommt. Ich bin 84 in Hainburg gesessen. Mein ganzer Werdegang ist typisch dafür. Ich komme aus einer katholischen, streng erzogenen Vorarlberger Familie, bin dann nach Innsbruck gekommen, 87 bis 92 war ich in Berlin, da habe ich dann diese ganzen Phasen durchgemacht und der Bruch in meiner Biografie war, dass ich seit 92 in Ungarn lebe, bin mittlerweile mit der Ungarin verheiratet und ich habe selber miterlebt, wie schwierig dieser Loslösungsprozess ist von dieser Welt. Und ich habe dann auch, also die ganzen, meine ganzen alten Freunde in Österreich, die haben teilweise den Kontakt abgebrochen, das geht selbst bis in familiäre Bindungen hinein.
dass ich als Faschist bezeichnet wurde, weil ich die Orban-Regierung unterstützt habe und. Und dieses Unwohlsein, das ich hatte, ich habe nicht gewagt, das zu artikulieren. Und die Initialzündung war die Birgit Kell mit dem Gender-Gaga. Auch interessant, sie kommt ja aus Rumänien. Und ich habe in Ungarn gelebt, war dann viel in Polen, in Tschechien. Und es läuft dort eben ganz anders. Und ich habe jetzt auch ein Buch bekommen zu schreiben. Und ich möchte aber noch weitergehen. Ich habe mich immer gefragt, es war dann in Ungarn diese Flüchtlingskrise, die habe ich in meinem Dorf mitbekommen. Und mich hat das völlig gewundert, wie Österreich darauf reagiert und Ungarn reagiert. Ich habe dann auch einen Protest auf diesen dümmlichen Saga von unserem Ex-Bundeskanzler, dass in Ungarn der Holocaust ausgebrochen ist. Ein Protest im ungarischen Fernsehen lanciert, der wurde dann auch gebracht. Und ich möchte mich fragen, ob das nicht auch mit dem Buch, das ich schreibe, ich möchte mich dann auch wegen dem Verlag kundig machen. Ich glaube, dass Friedrich Nietzsche zum Beispiel schon damals, am Ende des 19. Jahrhunderts, da gibt es diese Sätze nicht, er prophezeit Europa den Untergang in den nächsten 200 Jahren. Und ob das nicht auch eine entartete Linie innerhalb des Christentums ist. Es gibt ja in Europa ein sehr machtbewusstes Christentum, also zum Beispiel der Reconquista oder der Schlacht in Poitiers. Und dann gibt es dieses Urchristentum. Und weil diese Götter, wie Sie gesagt haben, in dieser Aufklärung verschwunden sind, entsteht jetzt ein säkulares Pseudo-Religion. Das Gutmenschentum ist ein typisches Beispiel dafür, es möchte jeder Jesus Christus sein. Und die Conchita Wurst zum Beispiel, die ist ja eigentlich, wenn man sie anschaut, die hat ja diese Stilelemente drin und teilweise von diesem ein pervertierter Jesus Christus. Diese langen Haare, und das geht alles in diese Richtung. Und ich glaube, dass wir jetzt in einem wirklichen Zeitenwechsel sind, weil diese linksliberale 68er Wind hat ungefähr 50 Jahre gedauert. Das sind zwei Generationen. Und mittlerweile dieser Sarrazin, er ist nicht umzubringen. Man kriegt ihn nicht mehr weg. Die Birgit Kell ist nicht mehr wegzubekommen. Und der Einzige, der im Moment diese Gutmenschenwelt überstanden hat in Europa, oder die Einzigen, sind die osteuropäischen Politiker. Orban ist in Europa jetzt mehr oder weniger, unterschwellig oder offen, ist er zu einer Art Führungspersönlichkeit geworden. Feynman ist weg, die letzte Person, die jetzt noch da ist, ist der Kern, das ist diese letzte Version des Gutmenschentums. Also sogar vorher diese Leute, ich bin ja auch Lehrer, diese Heinrich Hosse und vorher noch die Schmidt, die waren ja irgendwo noch eine Minimalpersönlichkeit. Wenn Sie jetzt den Droster anschauen oder die Muna Duster oder die Hammerschmidt, das ist die letzte Ausprägung von einem Blödsinn, von einem bla 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 bla, das können Sie vergessen. Also es geht nicht mehr schlimmer. Und ich glaube, dann bin ich gleich fertig. Ich glaube, womit Sie nicht gerechnet haben, der Mensch hat ganz tief drinnen einen Instinkt. Dieser Instinkt, glaube ich, bricht es heraus. Das haben wir bei Trump gesehen. Und ich hoffe, dass beim Hofer dasselbe rauskommt. Und ich merke es auch bei meinen linken Freunden, die sind jetzt ganz vorsichtig geworden. Und das wird unheimlich schnell abkippen, dann kommt die nächste Bewegung. Gut, danke. Ja, von euch. Ich habe da nichts zu erwidern. Ja, also ich glaube, da haben Sie durchaus Nerven getroffen. Ja, ich möchte noch anmerken zum Marshmallow-Experiment, dass Sie gesagt habe, ich habe da das in anderer Form gelesen, nicht, dass es auf der ganzen Welt quasi gleich ist, sondern ich habe es die politisch noch unkorrektere Form gelesen, dass es einen großen Unterschied gibt zwischen verschiedenen ethnischen Gruppen, wie die Verteilung ist zwischen denen, die das sofort haben wollen und die das später haben wollen. Und es gibt ja eben sowohl einen Zusammenhang zwischen Intelligenz und der Zeitpräferenz. Ich glaube, das war der Professor Kevin MacDonald, ein Psychologe, der da auch viel dazu geforscht hat. Und ich kann es jetzt aus juristischen Gründen, möchte ich das jetzt nicht mehr als 10 Personen genau aussprechen, aber es gibt gewisse ethnische Gruppen, die sind in der ganzen Geschichte auch weniger erfolgreich als wir. Und es gibt Einwanderergruppen, die sind weniger erfolgreich als andere. Und wie das eben so amerikanische Wissenschaftler das Experiment gemacht haben, eben herausgefunden, dass man hier genau diese Zeitpräferenz sieht bei diesen ethnischen Gruppen. Also ich will das unbedingt jetzt haben, während eben der Europäer oder eben auch die Japaner und ähnliche die als erfolgreiche, angesehene ethnische Gruppen eher in die Zukunft denken. Und ich finde, das sieht man auch im Alltag. Ja? Also wenn so ein gewisser Menschenschlag, wie der sich überall vordrängelt,
ja, wie er irgendwie so rüde auftritt oder ich will haben. Bei der Alt-Right in Amerika sagt man auch dieses gib's mir das, ich will das haben, ich will das, ich fordere das, das sind meine Rechte. Und dann sind sie militant und dann schreien sie und dann bla bla bla. Und der Linke, also dieses Pippi Langstrumpf drin, ich finde das großartig, muss ich sagen. Und der Linke, der scheint das eben dann zu verstehen. Wenn er wie Pippi Langstrumpf denkt, der versteht dann eben auch das gib's mir das von gewissen Einwanderern, dass sie jetzt wollen einfach das haben und aus, ohne Begründung, trotzig. Ja. Gut, ja, nächstes Mal. Danke. Ja, ich glaube nur, dass international wahrscheinlich beobachtbar wäre, wenn man jetzt Vorher-Nachher-Vergleiche machen würde, also zumindest in Westeuropa würde ich mir das zu behaupten trauen, dass der Trend in die Richtung geht, dass die Zeitpräferenz zunimmt. Das ist eigentlich auch kein großes Wunder, weil wenn man eine Geldpolitik macht, die eigentlich von der Tugend des Sparens zum Kult des Schuldenmachens switcht, und das ist ja schon passiert, ne? Also heute wird ja derjenige, der noch Sport entweder als Vollidiot oder als Volksschädling bezeichnet und der Schulden macht, ist der, der den Wirtschaftskreislauf in den Keynesianer sind am Werk. Naja, natürlich. Und das bringt aber die Zeitpräferenz natürlich mit sich. Ne? Also ich würde mich ja eigentlich irrational, jeder, der heute noch Sport, verhält sich ja irrational, genau genommen. Auf Basis dessen, was wir heute erleben. Im Grunde in einem funktionierenden ökonomischen System ist es sinnvoll zu sparen. In unserem heutigen System ist man ein Trottel. Nicht? Wenn ich heute Geld auf die Bank lege und kriege dort 0,25% Zinsen und wir haben 2% Inflation, bin ich ein Vollidiot. Dann bin ich reif für die Psychiatrie. Also das verhält sich genau der rational, der heute Schulden macht auf Teufel komm raus. Und das ist es, was diese Zeitpräferenz insgesamt steigert. Also ich wäre da ziemlich sicher, dass man das untersuchen könnte, wenn einer Interesse daran hätte. Ja, es ist ja teilweise auch untersucht worden, ich glaube, dass das wirklich ganz zentral ist, die Frage der Zeitpräferenz als eine Auseinandersetzung zwischen der kapitalistisch auf dem Christentum fußenden Gesellschaft, die bereit ist, einmal durch Konsumverzicht Kapitalakkumulation herbeizuführen, und dem Hier und Jetzt, ich will alles jetzt, das ist eine Sache, mit der wir uns auch vor 14 Tagen nach der Generalversammlung beschäftigt haben, dieser Superhedonismus und die Verweigerung des Kulturkondensats, das ja notwendigerweise immer auf Konsumverzicht und sogar auf Konsumaufschub aufgebaut ist. Gerade die Austrian Economics hat da sehr viel dazu beigetragen, das zu reflektieren. Der Böhm Babiak hat ja in seiner Kapitaltheorie genau das beschrieben. Die Theorie der Produktionsumwege ist der Kern dessen, was den Kapitalismus und auch was die Kultur ausmacht. Der Hans-Hermann Hoppe, der ein Spät-Misesianer ist, hat in seinem sehr guten Buch Demokratie, der Gott, der keiner ist, dargestellt, wie sich das auf die amerikanische Gesellschaft ausgewirkt hat. Dass Leute importiert wurden im Zuge eben der Masseneinwanderung, die ab der Mitte der 60er Jahre nicht mehr aus Europa kam, sondern eben aus Drittweltstaaten, die in Wahrheit eine enorme Verschiebung sozusagen der Bereitschaft, Konsumverzicht zu leisten, besitzen und die in Wahrheit so weit gehen, dass sie selbst im Hinblick auf die eigene Körperlichkeit keine Reflexion dessen, was in der Folge ihrer eigenen Handlungen oder Misshandlungen ihres eigenen Körpers auftreten kann, besitzen. Also Leute, die auch gerne bereit sind, um eines kurzen Vorgangs der Bedürfnisbefriedigung den eigenen Körper zu schädigen und das auch ritualisieren. Und das ist eine Verhaltensweise, die sich auch im Sinne des Infantilismus sehr, sehr ausgebreitet hat. Hoppe hat eben vor 20 Jahren sein Buch circa herausgebracht und hat prognostiziert, dass die amerikanische Gesellschaft genau an diesem Phänomen zugrunde gehen wird. Das ist ja mittlerweile eine Sache, die auch in Europa fröhliche Urstände gefeiert haben. Hier sind auch viele Leute, die in Wahrheit nicht bereit sind, darüber nachzudenken, was die Konsequenz für sie selbst ist, wenn sie sozusagen sich da an irgendwelchen Massenvergewaltigungen oder irgendwelchen Gewalteskalationen beteiligen, weil es in der Sekunde einen Impuls gibt, dem sie Folge leisten müssen. Und da muss man sagen, das ist schon eine ganz grenzwertige Sache im Hinblick auf die Betrachtung dessen, wo wir quasi als Menschen auch in den letzten 2000 Jahren zivilisiert worden sind. Ja, der Hayek hat diesen schönen Satz geprägt, wir sind sehr gegen unseren Willen zivilisiert worden. Da ist aber ein Vorgang im Gange, der die Entzivilisierung nicht nur derjenigen, die zu uns kommen, sondern auch in Ansteckung derjenigen, die das in irgendeiner Form gezwungenermaßen teilweise übernehmen. Mein alter Lateinprofessor hat immer gesagt, in einer Kiste von Äpfeln stecken immer die Faulen, die Gesunden an. Und genauso läuft es leider derzeit ab. Also das ist eine Sache, der wir uns auch geistig ganz massiv widmen müssen, mit all den Konsequenzen, was man dagegen möglicherweise politisch oder kulturell tun kann. So, die nächste Wortmeldung warst du. Ja, danke vielmals. Mein Name ist Rafat Rafaelisiadeh. Ich bin geboren zwischen zwei Familien aus Persien, aus Byzantien. Ich war Student in Sowjetunion, ich war Student in Jugoslawien. Österreich ist meine fünfte Station. Ich war in Tokio, China, Kanada.
von dieser kontinentale Reise, ich habe bemerkt, dass Infantilismus ist eine globale Eigenschaft. Ich habe mich beschäftigt mit dieser Frage, weil ich war Opfer. Viele infantile Leute, die haben mich beispielsweise verraten oder betrogen und so weiter. Dieses Phänomen hat mich viel beschäftigt. Aber wer hat mir geholfen, dass ich verstehe, warum? Freud. Ihr Freud, Wiener Freud, der sagt, Unterbewusstsein. Unterbewusstsein bringt uns in infantiles Benehmen. Aber was ist Lesung? Übermensch. Reine Vernunft. Die Philosophen von Aufklärung, sie haben uns ausgebildet, sie haben uns viel philosophiert, wie befreien uns von Infantilismus. Meine Oma hat mir gesagt, mein Sohn, du wirst werden immer infantil Mensch. Warum, Oma? Weil sie hat mir geantwortet, du hast genuckelt, ein Jahr, zwei Jahre von deiner Mutter und du willst weiter nuckeln. Ich habe lange Zeit gedacht, stimmt schon, wir Maskulin, wir nuckeln weiter. Ich suche nach einer Frau, nach einem Mädchen und sie hat mich so, als Kind war, sie will mich erklären, dass ich würde Opfer dieses Fantasismus. Bitte, ich will wissen, ob wir sind nicht Fantile oder Fantile, wenn wir zerstören unsere Natur. Ist das nicht Art der Fantilismus? Wir sind nicht nur Opfer der Fantilismus, auch die zerstören unsere Natur, weil ich bin von Natur. Das bedeutet, zerstören mich auch. Was sagen Sie darüber? Ich möchte vielleicht einen Aspekt beleuchten, wenn man, der vielleicht auch drauf passt, ist, dass ja quasi der Infantilismus per se für die Linken Sinn macht. Das funktioniert, das ist Methode. Wenn man sich anschaut, wie heute, also wir haben jetzt, der Markus Franz weiß das, wir haben gerade Budgetdebatte, es ist heute die Schlussabstimmung, also wenn man mit dem Budget sich einmal ein bisschen auseinandersetzt, sieht man eigentlich, wie viel, ich sage mal, Institutionen, wie viele Kohorten von Menschen, Sozialarbeitern und sonstigen, quasi vom Infantilismus leben. Das ist eine Industrie. Heute habe ich quasi eine, wenn man sich zum Beispiel sehr stark mit Wien auseinandergesetzt, mit der Jugendwohlfahrt in Wien, wenn man sich das einmal genauer anschaut, wie viel Geld dort hineinläuft in die Jugendwohlfahrt in Wien, wie viele Leute dort, wie viel Stimmvieh damit herangezüchtet wird, wer hier aller angestellt wird, wer hier aller quasi eine Funktion bekommt, die zulasten der Steuerzahler geht und im Endeffekt unterm Strich nichts bringt. Also der Infantilismus oder die Infantilisierung der Gesellschaft hat Methode. Das sind keine dummen Menschen, die Linken, das muss man einmal deutlich sagen. Die wissen ganz genau, wie das funktioniert. Nur die Frage ist, wie weit man, und jetzt sieht man das beim Budget, also wir sind derzeit, glaube ich, 300 Milliarden, oder Markus, aber recht, 300 Milliarden. Wir sind bei Griechenland, das Einzige, was uns von Griechenland doch unterscheidet, ist das Bruttosozialprodukt. Die Österreicher arbeiten noch. Das heißt, wenn die Zinsen, von denen jetzt der Herr Finanzminister so schön lebt, weil derzeit ist das Zinsniveau sehr niedrig, das heißt, wir haben den Zinsendienst normalerweise letztes Jahr gehabt mit ca. 8 Milliarden pro Jahr, das ist jetzt runtergefallen auf 5, 6 Milliarden und wird, wenn der Amerikaner, der Trump vielleicht die Zinsen ein bisschen hinaufschraubt, sind wir schlagartig bei 12 bis 15 Milliarden pro Jahr an Zinsendienst. Damit ist das Budget obsolet. Da wird nichts mehr finanziert. Also es wird die Frage sein, wie der Staat weitere Dinge einfach finanziert. Und die erste Frage wird sein, was macht
der linke Staat, ich bezeichne ihn als linke Staat, auch wenn der ÖVP dabei ist, wenn sie diese ganzen ausgelagerten, infantilisierten Institutionen, Kohorten, Einrichtungen nicht mehr finanzieren können, dann brechen die weg. Und damit bricht auch komplett das komplette, unter Anführungszeichen, Stimmvieh weg. Weil Wien zum Beispiel hat sich nur, oder der ganze Wiener Sozialismus baut nur auf dieser ganzen Versorgungsstrategie auf. Wenn man sich anschaut, wie die Wiener Stadtwerke funktionieren, wie alles, ich kann reingreifen, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Also das ist ein einziger Moloch. Das heißt, es wäre wirklich an der Zeit einmal, wenn die Politik so weit kommt, dass sie sagt, ich mache mal reinen Tisch. Das heißt, Wien würde in dem Augenblick, wo jemand einmal hineinschauen kann in die ganze Budgetpolitik der Wiener Sozialisten, würde schlagartig denen Leuten das wie von den Schuppen von den Augen fallen. Ist ja auch Nepotismus, nicht? Wer der Verwandte oder Geliebte. Nepotismus hoch 4. Also Ceausescu, der klar ist. Das ist zusammengeklappt. Also man muss quasi diese Entwicklung quasi auch aus Methode sehen. Das ist Machterhalt. Das sind kluge Leute. Der Häupl ist ein kluger Mann. Der weiß ganz genau, wie er sich sein Stimmvieh heranzüchtet. Und wenn er dann rausgeht und sagt, hier stehe ich wieder in meiner Pracht und Herrlichkeit, dann weiß man ganz genau, wie der strukturiert ist. Naja, und auch seine machistische Redeart. Richtig. Der Mann ist sofort weg. Ich meine, der hält sich seinen Harem an Staatsrätinnen, die genau das machen, was er will. Also der weiß ganz genau, wie das funktioniert. Herr Rauter, das war auch Philosophie. Meine Oma, sie hat mir gesagt, dass ich würde in meinem Leben zwei Väter haben. Ein biologischer Vater und Vater der oder des Politbüro. Ich meine Politiker. Der Politiker macht nationale Futterstrock für uns und mein Vater hat gekämpft für meinen Futterstrock. So war Philosophie meine Mutter. Jetzt, sie haben mich erinnert an meine Oma, dass sie hat mir gesagt, du willst zwei Väter haben. Ja, ich habe jetzt noch drei Worte mit. Wer von euch der erste war? Bitte. Ich wollte zu Ihrem Vorredner zurück. Ihnen wollte das entgehen. Es ist schon schwer, sich vom eigenen Unterbewusstsein nicht leiten zu lassen. Wie ist die Erkenntnis, mit einem gedanklichen Rollentausch mit einer anderen Person, geschweige denn mit gedanklichen Rollentausch der eigenen Person? Ich sage, das Mund aufmachen ist wie beim Füttern von Babys. Ja, genau. Da macht die Mutter den Mund auf und das Baby macht den Mund genauso auf. Ich meine, dass das halbe Österreich ist gekauft durch Abhängigkeiten in öffentlichen Dienstposten oder in öffentlich geförderten Institutionen. Und Sie brauchen nur hinschauen, wer dort arbeitet. Das ist eine Arbeit mit Abhängigen. Und die dort mitarbeiten, sagt nur Bürokratie, welchen Artikel hat das Wort Bürokratie? Die halten alle zusammen und wer von außerhalb kommt, der ist ein Abhängiger. Und schauen Sie mal hin, dieser Infantilismus, der ist anerzogen. Fragen Sie mal, ich sage es hier ganz in Offenheit, in welchen Disziplinen Frauen mehrheitlich arbeiten mit Abhängigen. Und auch mit solchen, die sich nicht einmal artikulieren können. Nämlich Kinder und Jugendliche können sich vielfach gar nicht artikulieren. Ich sage Ihnen, ich kenne Fälle, wo sich die Kinder die Hand an sich selbst gelegt haben. Okay, danke. Ad hoc dazu, Rüdiger Petrine. Nein, Schluss. Hat sich erledigt. Abschluss. Okay, ich habe noch vier Wortmeter noch. Bitte schön, nächste. Ich möchte nur drei kurze Anmerkungen machen. Offenkundig ist es nicht bekannt, dass die erste Linke eine deklarierte Parteiideologin der schwedischen Sozialisten war und Pippi Langstrumpf genau deswegen genauso geschrieben wurde, die sich allerdings dann als ihre eigenen Werke in der Regierung Schwedens, die Sozialdemokraten oder Sozialisten Schwedens, 101% Einkommensteuer ab einer gewissen Einkommenssumme gemacht haben, daraufhin hat sie ein Buch geschrieben über die bösen Räuber. Und hat sich also von dem Sozialismus verabschiedet. Das Zweite. Wer hat denn ab 71 in Österreich Politik gemacht? Die Herrschaften, die in einer Generation Astrid Lindgren auf derselben linken Seite aufgewachsen sind. Der Kaiser hat gesagt, ich will lauter akademische Untertanen. Daher senken wir das Niveau unter Kellerniveau, fangen in der Volksschule an.
Und in den 80er Jahren wurde es den Mittelschulprofessoren verboten, mehr als ein nicht genügend in einem Fach wie Mathematik oder Chemie in einem Gymnasium in Wien Rheinbretzdorfer Straße zu geben. Sonst wurde er entfernt, weil er nicht fähig war zum Pädagogen. Also bitte, was wollen Sie eigentlich noch? Es ist eigentlich eh tragisch, wie wenig Erfolg Sie im Endeffekt haben. Wir haben jetzt eine Masse von Idioten mit akademischen Titeln, aber sie sind noch immer nicht wirklich die Mehrheit. Und wenn man sich anschaut, wer nicht wählen geht, wer nicht SPÖ und nicht ÖVP wählt, das ist ja die überwiegende Mehrheit in dem Land. Nur halt die schweigende. Danke. Ad hoc dazu will ich bitte. Ad hoc zu dem Marshmallow-Test noch. Ja, ich möchte mich hier outen. Ich möchte auch die Dinge jetzt und hier und nicht später. Ich bin der Finanzreferent vom Akademikerbund und würde alle auffordern, wenn wir dann ein Glas Wein oben trinken, dass man auch eine kleine Spende gibt in der Orientierung aller am Glauben bei den Romariern oder irgend sowas. Ja, also wenn man für ein Getränk 1,50 Euro gibt, deckt das in etwa unsere Kosten und dafür bin ich dankbar. Entschuldigen Sie mir diesen Zwischeneinruf, aber ich glaube, es war auch ein ganz netter Gag jetzt, den ich damit gebracht habe, im Anschluss zu diesem Marschmeldung. Für Kapitalakkumulation sind wir immer durch. Etwas möchte ich noch klarstellen. An sich bin ich Steuerberater und möchte schon sagen, unser Budget sind keine 300 Milliarden. Das ist Schulden. Bitte? Schulden. Na, Schulden, Schulden. Die Schulden geht es nicht zum Glück. Aber ich habe eine Diskussion gehabt mit dem Blecher, der ja theoretisch als Ex-Innenminister und als Obmann des Pensionistenverbandes die Zahlen im Kopf haben sollte, ungefähr zumindest. Ne? Und der hat auch gesagt, 300 Milliarden sind die Steuereinnahmen. Da habe ich gesagt, na Gott sei Dank noch nicht. Ja? Die liegen so zwischen 75 und 80, je nachdem, was also, oder die Ausgaben. Ne? So kann man sich das nicht vermerken. Und die Summe aller also Verdienste aller Österreicher, also nicht Österreicher, sondern Einwohner, Steuerzahler, liegt bei 320 Milliarden. Das heißt also, so ein Jahreseinkommen sind wir halt schuldig. Ne? Also, ja, zu den 300 Milliarden sind aber die ganzen Ausgegliederten nicht gezählt, also Asfinag und die sind ja nicht. Ja. Also da kommt ja noch was Erkleckliches dazu. Naja, aber die Gemeinden nicht dabei. Die haben auch ein Vermögen, die haben auch ein Vermögen, man darf nicht nur die Schulden sehen, man muss auch ein Vermögen haben. Desolate Autobahnen, ja. Okay, ja. Nächste Worte noch einmal drauf. Also ich möchte zwei Bemerkungen machen. Das ist schon ein wichtiger Gedanke. Ich glaube nur, dass in dem Augenblick, wo man Eltern wird, sich das verändert. Nun, darf ich hinzufügen, ich bin etliche Zeit in den NGOs und Zivilgesellschaft und dann wollte einen Elternabend machen, es gibt keine Eltern. Das sind alles Singles. Die Zivilgesellschaft in Österreich sind Singles. Und daher ist ein eigenartig. Ich glaube auch, die politisch Tätigen, oder das ist überwiegend dort, weil die anderen haben andere Dinge. Zweitens, Ingrid Karlquist ist bekannt. Ingrid Karlquist ist eine Journalistin aus Schweden, ich glaube sogar Vorsitzende, die eine Rede gehalten hat seit 10 Jahren über die Situation mit den Einwanderten, besonders aus dem arabischen Bereich, und über die vielen No-Go-Areas, ich glaube 150 soll es inzwischen in Schweden sein. Und die Vergewaltigungen. Diese Rede konnte sie in Schweden seit vielen Jahren nicht publizieren und nicht öffentlich anbringen. Erst im Europaparlament und so ist es übers Internet dann an Leute gekommen, die da recherchiert haben. Das heißt, auch in Österreich, glaube ich, gewisse Dinge werden aus dem Diskurs rausgehalten. Der Sarrazin war quasi der Durchbrecher. Und wie sieht man, wie wichtig eigentlich der Diskurs, also der sokratische Diskurs ist ja die Geburt Europas, des intellektuellen Austausches. Und der ist interessanterweise von Persen und Palme dann dort zusammengebrochen. Was mich sehr wundert, ist ja ganz tolles Land war, in dem ich als Tellerwäscher-Student war. Und das ist jetzt ein anderes Land geworden. Mit No-Go-Areas, 150 No-Go-Areas, da trauen sich die Polizisten nicht richtig rein, außer in Gruppe.
Danke. Ja, vielleicht eine Anmerkung. Verständnisfrage zu dem. Diese Singles, von denen Sie sprachen in den NGOs, sind das Kinderlose oder Alleinerziehende? Vorwiegend? Nein, ganz Kinderlose. Ganz Kinderlose. Und in wechselnden Beziehungen, die dann auch beziehungsdramatisch sind, natürlich, weil man ja auch zu viel Zeit miteinander hat für. Also ich wollte noch eine Anmerkung zu Schweden machen, weil ich mich auch mich in den Pippi Langstrumpf-Artikel darauf beziehe. Zum Beispiel mittlerweile, es hat ja vor kurzem eine Umfrage gegeben, 8 von 10 schwedischen Polizisten überlegen sich den Dienst zu quittieren, weil die Zustände mittlerweile unerträglich geworden sind. Und Schweden hat in Europa die, oder weltweit sogar eine der höchsten Vergewaltigungsraten. Ja, das sind die, dafür, ja, genau. Ja, also es ist quasi. Markus? 2 Anmerkungen. Erstens einmal zu den Begrifflichkeiten. Wir haben ja in Österreich und im deutschsprachigen Raum den Begriff der Vaterstaat. Ich glaube, auf den Begriff muss man sich näher beziehen. Der Vaterstaat ist etwas, wo sich sehr viele, die Beamte werden wollen, die wieder zum Staat zurückkehren oder überhaupt gleich beim Staat bleiben wollen, noch nicht emanzipiert haben. Man denke an Freud, Oedipus-Komplex etc. Es ist gerade in Europa, im sozialstaatlichen Europa, sehr stark. Der Vaterstaat, bei dem bleibt man. Der hat aber keine Mutterbrüste. Die Mutterbrüste ist schon Nanny State in den angloamerikanischen Ländern. Daher sind auch die österreichischen Nationalökonomen fast alle dorthin gegangen, weil dort konnte man aufgrund der Philosophie, die aus den unterschiedlichen Revolutionen entstanden sind, nämlich amerikanische Revolution und französische Revolution, konnte man sich an Amerika als Individuum wesentlich besser entwickeln, bis zu einem gewissen Grad als in Europa. In Europa ist mehr das Kollektiv. Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit aus der französischen Revolution hervorgegangen und der Vaterstaat, der Schwäche, ja, in Frankreich, der laizistische Staat, sonst halt der Vaterstaat, der monarchistische Staat, in den mitteleuropäischen Bereichen und drüben der eher auf das Individuum abgestellte Staat. Daher haben wir hier zwei ganz unterschiedliche Philosophien, die sich auch in den Begrifflichkeiten Nanny-State und Vaterstaat widerspiegeln. Das nur einmal zum Grundsätzlichen, vielleicht wäre das auch einmal eine Betrachtung wert, wie sich diese beiden Weltanschauungen eigentlich nur zum Teil gleichen und zu anderen Teilen sich widersprechen, was dem heraus aus diesem Diskurs man vielleicht etwas Neues erfinden könnte oder herausfinden könnte für den europäischen Werdegang, der momentan nicht sehr gut ausschaut. Noch ein Bericht aus dem Parlament. Die Zahlen sind ja zum Teil widersprüchlich, es kommt immer davon, was man alles hineinrechnet, was man herausrechnet. Egal, aber eine Zahl war ganz für mich frappierend und möchte fast sagen erschütternd. Nämlich die Zielzahl des Familienministeriums, was die Fertilitätsrate in Österreich betrifft. Die ist derzeit bei 1,49, wenn man alles hineinrechnet. Auch die Geburten der Migranten, der mittlerweile naturalisierten Migranten, liegt die Fertilitätsrate pro Frau bei 1,49 Geburten. Das ist definitiv eine Aussterberate. Man braucht für das Überleben einer Population 2,1 Kinder pro Frau. Ansonsten stirbt diese Population aus und es gibt einen Point of No Return, das hat der Sarrazin auch schon geschrieben in seinem Büchern, der ist bei uns in ca. 3 Generationen erreicht, dann kannst du diese Population nicht mehr retten, die stirbt aus, für sich betrachtet dieser Genpool. Es steht in der Zielerklärung des Familienministeriums drinnen, dass dieser Ist-Zustand auch der Soll-Zustand sein soll. Das heißt also, dass das österreichische Familienministerium unter ÖVP-Führung die Aussterberate Österreichs als Staatsziel festgeschrieben hat. Das muss man sich bitte auf der Zunge zergehen lassen, war gestern Thema im Parlament, der Einzige, der darüber gesprochen hat, war ich. Alle anderen haben das nicht kapiert oder wollten es nicht sehen. Wir haben im Staatsziel des Familienministeriums das Aussterben Österreichs, der österreichischen Population, festgeschrieben. Und das für die nächsten Jahre. Das möchte ich nur hier einmal zu bedenken geben. Das heißt was? Das ist ein Signal. Das heißt, Österreicher geht sterben. In 3 Generationen ist euer Sterben auch besiegt. Für mich persönlich eine Schreckensnachricht, die man für die meisten erinnern auch. Das ist etwas. Ich nenne es Offenbarungsrate, ich nenne es Absterbungsrate, wie auch immer, vielleicht können wir auch noch darüber reden. Ich glaube, das ist eine ganz wesentliche Aussage aus einem parlamentarischen Prozess, der uns alle betrifft und vor allem unsere Kinder und Kindes. Gibt es eine Zielrate für Migration? Gibt es eine Zielrate, also eine Ausgleichsrate für Migration auch, also die das ausgleichen soll? Oder ist die Ziel? Nein. Oder ist es bei Null Migration? Es ist alles offen. Es wurden keine Zahlen genannt, was die Migration wirklich kosten wird. Es wurden keine Zahlen genannt, welche Migrationszahlen wir zulassen werden. Diese Obergrenze-Debatte, das ist alles nur Schmafu und Feigenblatt. Wir haben ja viel mehr. Wir haben jetzt ca. 120.000 erinnern, von denen wir nur ganz geringe Mengen rückführen können. Ca. 7.000 heuer sind Rückführungen.
Es sind schon wesentlich mehr, weil die Illegalen sind ja nicht dabei. Also Illegalen sind nicht dabei, die liegen auch nicht. Es sind über 300.000. Selbst im Innenministerium haben sich geweigert, auf eine parlamentarische Angabe hier irgendwelche Zahlen zu nennen, auch keine Schätzungen. Es gibt keine Schätzungen. Es gibt ja auch Eindringlinge, die sich überhaupt nichts melden. Die kommen einfach herein und stellen gar keinen Asylantrag, weil sie in Netzwerke eindringen, die schon da sind, Verwandte, Bekannte, Stammesclans etc. Die sind vernetzt über Deutschland und Österreich, das weiß man. Aber hier wird keine Zahlenforschung betrieben, keine Nachforschung betrieben, keine Überwachung betrieben. Die lässt man einfach kommen und lässt sich in Entwicklungsräumen frei bewegen. Ja. Da gibt es keine offiziellen Zahlen. Es gibt nur die Zahl der illegalen Aufgriffe, die war 2015 95.000 illegale Aufgriffe und August heuer waren es schon 40.000 illegale Aufgriffe. Das sind nur die Aufgriffe. Die Aufgriffe. So, Entschuldigung, ich lasse jetzt keine Ad-Hoc-Meldung mehr dazu, ich habe vier, wenn ich das jetzt zulasse, dann sind wir noch um 24 Uhr da. Tun wir das bitte in Offizium dann, weil ich habe noch offizielle Wortmeldungen. Aber danke dir, Markus, das ist ein Erlebnisbericht der Sonderklasse natürlich aus dem Parlament. Da wissen wir und sind dankbar dafür, dass es dort schlimme Sachen gibt. Also ja, eine melancholische Sorge um die Wiener Bestattung. Ich möchte das eigentlich, was der Abgeordnete ausgeführt hat, noch bestärken. Sarrazin hat entweder in seinem Buch oder ich habe es von ihm in einer Diskussion gehört, geschrieben oder gesagt, ein Drittel der deutschen Frauen, und da hat er dazu gesagt, die aus der Bildungsschicht, also die Intelligenten, die auch wahrscheinlich beruflich gut gestellt sind, haben im Sinn der Eigenverwirklichung und der Karriere, die sie anstreben, keine Kinder. Und die anderen zwei Drittel, die haben sogar noch weniger als die genannte Zahl, 1,3 Kinder. Und das ist natürlich der langsame Selbstmord eines Volkes. Danke. Ich habe jetzt noch zwei, eine offizielle Wortmeldung und eine wirkliche Ad-Hoc-Meldung. Habt ihr einen inzwischen am Podium zu sagen? Nein. Du warst zu Wort melden, gell? Wurde erledigt. Hat sich erübrigt? Allerletzte Ad-Hoc-Meldung. Ach gut. Also ich glaube, weil ich sehr lange im osteuropäischen Ausland war, ich glaube, dass Österreich auch ein typischer Nanny-Star immer war. Wenn Sie in der Donaumonarchie zurückgehen, gab es den Kaiser. Der war gottgleich. Der Kaiser sieht alles. Das hatten die im Osten nie, die hatten immer gegen den Kaiser gearbeitet. Dann gab es eine schwere Wirtschaftskrise, danach kam die Wissenshitler. Dann gab es einen Sonnenkönig, wir wissen alle, wer das war der Kreisky. Und seit hat sich Österreich von der Verwaltung nicht weiterentwickelt. Wir leisten uns neuen föderalistischen Staat mit 300.000 Einwohnern. Und diese Landeshauptleute sind eigentlich ein Kaiserersatz. Wir müssen mal schauen, was im Juni passiert, wenn der Missel irgendwo auftaucht. Oder in Niederösterreich, der Bröll. Und was man über den Bröll nicht berichten darf, es weiß ja jeder diese Geschichte mit den unehelichen Kindern, das dürfen Sie in Österreich nicht berichten, sonst sind Sie fertig. Und jetzt ganz kurz noch etwas, bin ich fertig. Das ist aber mehr als eine Ad-Hoc-Meldung. Das ist wirklich ein Satz, bitte, ein Satz, dann mache ich deinen. Ja, die Singlegesellschaft, also beruht auf die Zerstörung von der Familie. Wenn ich überlege, die Frauen, sie haben keine Familie gegründet, sie haben keine Kinder. Und sie haben jetzt auch keine Liebhaber mehr. Das darfst du nicht sagen. Das wäre keine Liebhaber. Was würde passieren? Was wäre passiert, wenn Frauen gekommen wären, wenn Männer dort gestanden wären? Ich möchte die Reaktion der Feministinnen wissen, wenn. Du bist Sexist. Das darf passieren. Zu Ehren des Kaisers vielleicht sagen, als die Einkommensteuer im Jahr 1905 von Böhm Barwerk, ist heute schon gefallen, der Name eingeführt wurde, war der Höchststeuersatz bei 5%. Wir sind heute, wie Sie wissen, bei 55%, also beim Elffachen dieses Höchststeuersatzes. Und was vielleicht noch wesentlicher ist, die Staatsquote war am Tag vor dem Ausbruch des Ersten Weltkriegs bei ungefähr knapp über 10% und ist heute bei rund 50%. Also hat sich verfünffacht. Und das ist ein Ausfluss dessen, was eigentlich in diesem Buch beschrieben wird, dass der Staat immer mehr Dinge arrogiert hat, die ihn eigentlich am Schmarrn angehen. Also der Staat hat eigentlich in der Kindeserziehung nichts verloren, hat meines Erachtens in der Ausbildung nichts verloren. Die Universitäten waren keine Staatserfindung, das war
aus einer anderen Ecke sein und gesagt, ich sehe nicht ein, warum ein Lehrer ein Beamter sein muss. Das ist ein Dienstleister wie jeder andere. Der Staat hat im Transportwesen nichts verloren, in der Telekommunikation nichts verloren. Also es gäbe, glaube ich, 90% der Staatstätigkeiten, die heute vom Staat, die man in jeder Sekunde wegnehmen könnte, mit dem Ergebnis, dass die Leistungen billiger, besser würden und die Leute mehr Zufriedenheit damit hätten. Also so viel nur dazu, weil der Kaiser angesprochen wurde. Also auf den muss ich da ganz massiv in Schutz nehmen. Glaube ich, dass das durchaus ein hilfiger Hinweis ist. Und darf ich in einem Punkt dem Herrn Tölli sekundieren? Er hat darauf hingewiesen, 5% war der damalige Grenzsteuersatz. Aber die Hauptempörung bei der Einführung der Lohnsteuer hat nicht dahin gestanden, dass man gesagt hat, das sind 5%, sondern dass das Bürgertum, das liberale Bürgertum gesagt hat, es ist überhaupt für einen freien Bürger unzumutbar, seine Vermögensverhältnisse dem Staat offen zu legen und auch seine Einkommensverhältnisse, das lässt sich normalerweise ein Herr nicht gefallen. Das war das Argument, warum man sozusagen gesagt hat, es kann keine sozusagen lohnabhängige oder einkommensabhängige Steuer geben, die dem Staat befähigen, quasi tief in meine eigenen privaten Dinge einzudringen. Heute im Nanny-Staat oder im Versorgungsstaat ist eine absolute Selbstverständlichkeit, wir offenbaren uns bis zur Unterhosen oder bis sonst noch irgendwo hin, weil der Staat sozusagen unser Vater oder was auch immer und die Nanny und so weiter. Also ich glaube, das ist ganz paradigmatisch für diese Entwicklung, die sich da ergeben hat. Ja, ich glaube, es gibt, gehen wir ins Inoffizium, da gibt es noch viele Dinge zu bereden und beim Glas allein tun wir uns dann möglicherweise ein bisschen leichter auf das politisch korrekte Rätsel, das wir möglicherweise noch haben, auch zu unterbrechen. Ich bin ganz besonders dankbar, dass wir diesen Abend heute mit den Autoren und den Herausgeber dieses Buches verbringen durften. Wir haben Einsichten gewonnen, die natürlich melancholisch stimmen. Ich gebe zu, dass das sozusagen, dass da Botschaften drinnen sind, die uns in irgendeiner Form ein bisschen trübsinnig machen, möglicherweise. Ich glaube auch, dass es deswegen eine besonders dramatische Sache ist, mit der man sich wirklich beschäftigen sollte, weil das mehr ist als einfach ein herkömmlicher marxistischer Kommunismus, der nur in die ökonomischen Verhältnisse eingreift. Es greift eben tief in die Naturgeschichte des Menschen ein, in seine Verhaltensweise, in das, wie er mit anderen zusammenlebt. Und mir freut in dem Zusammenhang das an sich großartige Werk vom Psychologen und Biologen Jean Piaget ein. Der Jean Piaget hat gesagt, wenn Kinder noch nicht erwachsen sind, verhalten sie sich vielfach so, wie es bei Wilden zum Beispiel selbstverständlich ist. Also erst ab dem dritten oder vierten Lebensjahr beginnt man zwischen sich und der eigenen Umwelt und dem Kollektiv überhaupt eine Unterscheidung treffen zu können. Jedes Kind sagt von sich, spricht von sich in der dritten Person, der Franzi oder wie immer der heute heißt und nicht ich. Und darüber hinaus kann er die Dinge, die also das Produkt einer bestimmten Zivilisationsform sind, nämlich die Selbstverständlichkeit, zusammengehörige Dinge in Beziehung zu setzen und daraus Handlungskonsequenzen abzuleiten, oder die Selbstverständlichkeit, Dinge nicht miteinander in Beziehung zu bringen, die nicht zusammengehören, daraus resultieren alle physikalischen, chemischen und sonstigen auch sozialwissenschaftlichen Erkenntnisse, das ist ein Zivilisationsprodukt, das sozusagen durch die Infantilisierung der Gesellschaft überwunden oder quasi regressiert wird, also das wird aufgezehrt. Und Jean Piaget spricht in dem Zusammenhang von Paradaxe und Synkretismus. Paradaxe in den Denkvorstellungen des Primitivisierten oder des Endlichgewordenen werden Dinge zusammengebracht, die nicht Gegenstand ein und desselben Phänomens sind. Synkretismus. Oder es werden Dinge nicht als zusammenhängend erkannt, die sehr wohl tatsächlich objektiv gesehen zusammengehören. Und das hat vielfältigste Konsequenzen natürlich im Verhalten der Menschen. Ist mit einem Herabbrechen der Technik und mit einem Herabbrechen auch der Ökonomie und so weiter verbunden, mit all den Konsequenzen, die wir heute geschildert bekommen haben. Ich will aber sozusagen nicht mit bloß apokalyptischen Visionen enden, und das sind leider realistische Visionen, sondern mit einem Zitat, das dankenswerterweise von der Eva Maria Michels, heißt die Dame, in ihrem Aufsatz zitiert worden ist. Nämlich eine Sache, die ich gerne zitiere, weil es jemanden betrifft, der wirklich was zu sagen gehabt hat. Sie zitiert den uns allen bekannten Alexander Solzhenitsyn, der in den 70er Jahren in einem Gespräch mit einem französischen Freund die Dinge vorweggenommen haben, die in diesem Buch beschrieben worden sind. Und der sagt, ja, das ist noch viel schlimmer als das, was wir damals, also 70er Jahre tiefster Kommunismus natürlich in der Sowjetunion, erlebt haben, was im Westen auf euch zukommen wird. Aber er endet mit einer außerordentlich optimistischen Sequenz und ich will Ihnen das nicht vorenthalten, diese Passage. Solzhenitsyn sagt, ihr in Europa, ihr habt die Intelligenz ausgeschlossen, ihr werdet leiden, der Abgrund ist tief, ihr seid krank, ihr habt die Krankheit der Leere. Das westliche System bewegt sich auf einen ultimativen Zustand geistiger Erschöpfung zu. Eine übertriebene, seelenlose Gesetzestreue.
ein rationalistischer Humanismus, ein verbotenes Innenleben. Alle gesamten Eliten haben den Sinn höherer Werte verloren. Sie haben vergessen, dass das erste Recht des Menschen darin besteht, seine Seele nicht mit Nichtigkeiten vollzustopfen. Der Abgrund wird sich jedoch später zum Licht hin öffnen. Kleine Leuchtkäfer werden in der Nacht in der Ferne flackern. Anfangs werden wenige Menschen diese flackernden, fragilen Lichter bemerken und vor feindlichen Gewittern schützen. Es wird Menschen geben, die sich erheben werden, im Namen der Wahrheit, der Natur, des Lebens. Sie werden ihren Kindern beibringen, anders zu denken, den Geist über das Materielle zu stellen. Sie werden die Spirale des Niedergangs der Tapferkeit durchbrechen. So wird es zu einem Aufbrechen der dressierten Gewissen kommen. Heute, in den 70er Jahren damals geschrieben, sind die Dissidenten im Osten. Sie werden bald im Westen sein. Und ich glaube, dass es unsere Aufgabe sein sollte, Dissidenten zu sein in einem System, das eigentlich teilweise menschenunwürdig geworden ist. Und ich glaube, zur Analyse trägt dieses Buch sehr viel bei. Ich darf einladen, davon Gebrauch zu machen, das Buch auch zu